So, jetzt geht es um den Duden-Korrektor im Praxiseinsatz in InDesign. Was ist da wichtig? Wichtig sind die Voreinstellungen. Dort kann ich in den Wörterbüchern einstellen, dass nicht mehr die Standardversion Proximity kommt, sondern Duden. Das geht in den deutschen Sprachen, wie gezeigt. Wenn ich jetzt auf Englisch gehe, habe ich das natürlich nicht. Also nur in den deutschen Sprachen und im Deutsch-Schweizerischen geht das. Dann kann man das machen. Zusätzlich habe ich hier noch viele Optionen. Da kann ich sagen, im Korrekturfenster, wie wird es gemacht? Nur die Rechtschreibung oder auch die Grammatik? Den Prüfstil, wird es nach Presse gemacht oder nach Duden-Empfehlungen? Möchte ich Dialekte? Möchte ich Satzlängen einbinden? Werden Wörter ignoriert mit Großbuchstaben und der Trendstil dann noch, ästhetisch oder alle? Und ich werde über Updates informiert. Okay, in den Absatzformaten kann ich zwei Sachen einstellen. Bei den Abständen kann ich sagen, den Duden-Korrektor, den Absatzsetzer oder den Einzeilensetzer oder Adobe wieder. Und im Stil kann ich sagen, nach welchem Stil möchte ich nach Absatzformat getrennt haben. Das mal das. Gut, ich habe hier mal ein Dokument vorbereitet und zuerst möchte ich mal einen Treasure zeigen. Das ist hier. Wenn man ein Wort hat und selbst schreibt, kann man auf Dokument, rechte Maustaste und dann hast du anstatt Dokument könnte es heißen, ein Nachweis, ein Schriftstück, eine Textdatei und so weiter. Anstatt Sprache, rechte Maustaste, Schreibart, die Schreibweise, das Geflüster und so weiter. Vielfaches. Mal schauen, was er da bringt. Nicht nur einmal. Okay, und anstatt grandios könnte man noch sagen, brillant, erstklassig, genial und so weiter. Und ich wähle das einfach aus und dann haben wir das. Dann habe ich hier ein Dokument gemacht und jeweils das, was ich falsch finde, blau markiert. Das sieht man vielleicht dann hier unten ein bisschen besser. Jetzt wird das orange markiert. Also gehen wir mal ein bisschen größer, dass man das sieht. Also das sind Fehler bei mir. Worttrennungen möchte ich gerne groß, öffnen auch groß und so weiter. Jetzt schauen wir mal nach, wie man das macht. Ich gehe noch mal ein bisschen kleiner, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen besser seht. Also haben wir das mal. Ich wähle den Text aus und gehe hier über dieses neue Fenster Duden-Korrektor starten. Okay. Ich starte das mal und jetzt findet er das erste, die Worttrennung. Er sagt, dieses Wort rausschreiben, möchtest du das nicht? Ich kann es ignorieren, alle ignorieren, ich kann es ins Wörterbuch aufnehmen oder ich sage, ändern oder alle ändern. Beim Öffnen findet er auch ändern und jetzt aktualisiert. Hier ein Satzschlusszeichen ergänzen, ja, hätte ich gerne, machen wir doch auch. Dann die Optionen, sagte mir groß, jawohl. Korrekturen, nicht mit 3R, machen wir auch. Beispielsweise, kleinschreiben, machen wir doch auch. Okay, und jetzt hat er einer Wort. Stimmt das? Sage ich nein, stimmt nicht. Da muss ich jetzt aber raus, dass das geht. Und dann haben wir, wo haben wir einer Wort? Absatz. Ein Wort. Ich mache hier weiter. Und er sagt dann da, ein Wort gelöscht wird, dann würde ich noch ein Komma setzen. Machen wir doch auch das Komma. Auf, findet er auch raus, dass das zwei Wörter nacheinander sind. Ändern wir auch. Allerdings ändern wir. Dienst dann weiter. Bieter. Ändern. Hier noch ein Schluss. Machen wir doch auch noch. Ändern. Okay, und dann geht es weiter. Also, Duden-Korrektor kann sehr viel und ich finde es wirklich gut. Und wenn man schönen Text machen muss, müssen natürlich auch die Trennungen und all diese Sachen müssen stimmen und der Text muss stimmen und so. Und so geht es recht gut. Ich würde sagen, schaut euch das Ganze mal an. Ich bin wirklich happy damit. Vielleicht ihr auch.